Ich habe mich doch klar und deutlich ausgedrückt, oder? Du hast hier nichts mehr zu suchen. Geh bitte. Frau Böcking, Sarah Schäfer ist mein Name. Ich bin die Referendarin, die bei der Geburt von der Kleinen dabei war. Danke, dass Sie den Krankenwagen geholt haben. Sehr gerne. Warum darf Julian sein Kind nicht sehen? Er ist nur der Erzeuger und Victoria trifft die Entscheidung und sie hat beschlossen, das Kind zur Adoption freizugeben. Die Entscheidung ist gefallen und da kann man nichts mehr daran ändern und ich möchte nicht, dass er sie emotional beeinflusst. Das können Sie doch nicht machen. Als ob. Genau deswegen haben wir doch einfach nichts gesagt. Einfach. Sie hätten bestimmt von Anfang gesagt, sie jetzt abtreiben sollen, oder? Oh ja, das hätte ich getan. Und hättest du deinen Hosenstall zugelassen, müsste sie das Ganze nicht im Keller für dich ausbaden, Freundchen. Es beweist ja wohl eindeutig, dass ihr beide nicht fähig seid, Eltern zu werden. Und die Kleine hat es verdient, dass sie eine normale Familie bekommt. War das Victorias Entscheidung, das Kind zur Adoption freizugeben? Es ist wohl die einzige richtige Entscheidung, oder haben Sie einen besseren Vorschlag? Freundchen, nein, du gehst jetzt bitte hier raus. Du hast hier nichts zu suchen. Es gibt wirklich nichts mehr zu tun. Die Entscheidung ist gefallen. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich dachte, wir wollten das Kind gemeinsam großziehen. Ich liebe euch beide doch. Ich will es doch auch behalten. Victoria, was redest du hier bitte für einen Scheiß? Die Entscheidung ist doch gefallen. Du kannst das Kind ihm behalten. Frau Böcking, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Victoria das Kind freiwillig abgeben möchte. Sie ist 16. Sie kann diese Entscheidung alleine noch gar nicht treffen. Sie hat keinen Abschluss, sie hat keinen Job, sie hat keine Wohnung. Wie soll sie bitte ein Kind alleine großziehen? Glauben Sie mir, ich bin alleinerziehend. Ich weiß, wovon ich rede. Sagst du noch, dass sie alleinerziehend ist? Ich stehe doch voll und ganz zum Kind. Ich liebe sie doch. Ja, natürlich. Jetzt. Warum soll ich sie verlassen? In 2, 3 Monaten sieht das anders aus, Freundchen. Nein. Warum sollte ich gehen? Nein, ich bleib bei ihr. Ich stehe doch voll und ganz hinter ihr. Ich unterstütze sie. Es ist nicht einfach. Ich weiß, wovon ich rede. Sie kann das noch nicht. Sie ist noch viel zu jung dafür. Ich kann Sie da absolut verstehen. Und ich glaube Ihnen auch, dass es wirklich sehr, sehr hart ist und sehr, sehr schwierig ist. Aber darf ich fragen, wie alt Sie waren, als Sie Victoria bekommen haben? 20? Wieso? Und glauben Sie mir, auch 20 war eindeutig zu früh. Und ich habe das Kind alleine großgezogen. Ich war für dich immer da. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass es besser gewesen wäre, Victoria wegzugeben? Nein, Victoria ist Mittelpunkt meines Lebens, das ist mein Sonnenschein. Warum sollte ich sie weggeben? Siehst du? Nimm mir diese Entscheidung bitte nicht ab. Du bist noch zu jung dazu. Du Mama, du kannst nicht zu Hause sitzen. Du willst doch leben. Ich weiß, es geht mich eigentlich nichts an, aber ich habe heute mitbekommen, wie Julian für Victoria und das Baby gekämpft hat. Und der war die ganze Zeit da und er war so bemüht. Er ist nicht der Typ, der die beiden im Stich lässt. Wirklich nicht. Und es gibt so viele Einrichtungen, die ihnen da helfen können, die die beiden unterstützen. Ich kann die Entscheidung für dich nicht treffen. Das musst du auch nicht. Wenn du es unbedingt willst, dann kann ich es auch nicht anders. Ich muss es akzeptieren, aber Victoria, überlegst du bitte. Ich möchte nicht, dass du unglücklich wirst. Aber ich bin nicht unglücklich. Ja, dann, was soll ich dazu sagen? Ich kann es nicht für dich entscheiden. Ich werde es auch nie tun. Ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal lieber alleine und sie haben ja einiges miteinander zu besprechen. Wenn irgendwas ist, melden Sie sich gerne jederzeit. Ja, das ist wirklich besser so. Danke. Alles Gute. Ich wollte das Baby nie abgeben und ich wusste genau, dass Mama es nicht erlaubt, dass sie es behalten darf. Und deswegen habe ich auch alles geheim gehalten. Ich bin froh, dass sie jetzt einsichtig ist und ich weiß genau, dass Julian und ich das zusammen schaffen. Mailbox. Hey Jenny, Sarah hier, hi. Ja, alles gut. Ich habe gerade ein paar Mal versucht, René zu erreichen und irgendwie ist immer die Mailbox dran. Ich wollte eigentlich noch irgendwie gemütlich was trinken heute Abend. Ich habe noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Wo bist du denn? Wir sind in der Bar. Ach, du bist in der Bar? Ja, die Jungs passen auf, mach dir keine Sorgen. Okay. Ja, cool. Dann komme ich da jetzt rum. Wir sehen uns später, ja? Alles klar, freu mich. Tschüss. Also Jenny, du packst das. Wir machen das genauso wie heute besprochen. Und wenn irgendwas ist, Jan und ich sind zur Stelle. Das wird schon. Ja, unser Plan steht. Wenn der Stalker wirklich kommen sollte, dann werde ich die ganze Sache mit dem Handy filmen. Dann haben wir auch was in der Hand.
hier? Wie geht's dir? Gut siehst du aus. Was willst du hier? Naja, ich kann mir das doch nicht entgehen lassen, oder? Was meinst ich hab du? Doch nur eine Chance. Wie nur eine Chance? Naja, so wie es meine. Das heißt, du hast mir die ganze Zeit diese widerlichen Fotos geschickt und mich die ganze Nacht angerufen? Widerlich? Ich würde eher sagen, ehrlich. Gut, vielleicht sind wir ein bisschen durchgegangen, aber ich konnte dich einfach nicht vergessen, Jenny. Ey, du hast sie doch nicht alle. Ich meine, was muss in deinem Kopf vorgehen? Du bist doch ein absoluter Psycho. Ich meine, wie kann man denn sowas machen? Ja, du kannst mich nicht erst heiß machen und dann einfach abservieren. Okay? Du kannst mir nicht erzählen, dass sie es dich auch ein bisschen angemacht hat, oder? Ich glaub's nicht, ne? Wir haben uns auch immer gut verstanden. Hast du das gesehen? Da hat sie angefasst. Da geht doch noch was. Stell dich doch nicht so an. Geht ganz bestimmt nichts mehr. Geh zu deiner Frau damit. Kannst du ja mal gucken, was die dazu sagt. Meine Frau frisst mir aus der Hand. Die glaubt doch keiner kleinen, wenn auch sehr niedlichen Referendarin. Und wo wir schon dabei sind, keiner wird dir glauben. Hier der liebende Ehemann und Vater, erfolgreicher Geschäftsmann und da die kleine Auszubildende. Ich würde einfach sagen, du bist mir hinterhergelaufen. Ich meine, alles, was ich will, ist doch nur ein bisschen Spaß. Das bist du doch auch. Nee, ganz bestimmt nicht. Überleg dir das nochmal. Bis dahin behalte ich dich im Auge. Hör mal, Jenny. Ich habe alles mit dem Handy aufgenommen. Was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, wir gehen zu seiner Frau damit. Sehr gut. Ist wahrscheinlich das Beste. Das Ding ist, dass ich hier gerade nicht weg kann, ja? Elsa hat gleich Feierabend und da kann ich halt wirklich nicht weg. Aber Dietrich, ich bin überzeugt davon, dass du das schaukelst. Falls irgendwas ist, ruft mich an, dann schaue ich, was ich machen kann. Aber und wie ich das schaukel, Jenny, komm mit. Okay. Ich fass es nicht. Sag's dann her. Wie gesagt, ruf mich an. Ja. How long has this been going on? You've been creeping around on me. Are you calling me? Ja, die Villa würde ich gegen unsere WG auch gerne tauschen. Ja, das ist das Haus. Guten Abend. Guten Abend. Was ist los? Ist irgendwas mit meiner Tochter, Katja? Die ist nämlich gerade bei Freunden. Nein, nein, Was denn sonst? Wollen Sie sich vielleicht wieder an meinen Mann ranmachen? Der ist nämlich gerade nicht da. Frau Gehl, könnten wir kurz reinkommen und mit Ihnen sprechen? Es ist wirklich wichtig, es geht um Ihren Mann. Nein, wozu? Ich weiß, es ist gerade ein bisschen merkwürdig, aber es wäre wirklich gut, wenn Sie uns kurz reinlassen würden. Es ist wirklich wichtig. Oh. Kommen Sie rein. Danke. Da bin ich ja mal gespannt. Hier lang. Und ich habe nicht so viel Zeit. So schießen Sie los. Wir wollen auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wir wollen Sie nicht nur auf etwas aufmerksam machen, aber Sie auch aufklären. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann, meine Kollegin Jenny, die ganze Zeit terrorisiert? Dass er ihr diese Nacht zum Beispiel ständig perverse Fotos geschickt hat, SMS geschickt hat und ständig angerufen hat? Das glaube ich nicht. Schauen Sie, was hat er mir geschrieben? Das ist ja nicht mal die Nummer meines Mannes. Und Sie müssen doch von meiner Tochter wissen, dass Frau Schumacher hier nicht ein Kind von Traurigkeit ist. Also wenn Sie nichts Besseres vorzuweisen haben, dann wäre ich ganz froh, wenn Sie gehen. Bitte schön. Frau Gehl, das ist leider nicht das Einzige, was wir Ihnen zeigen können und wollen. Was kommt jetzt? Bitte schön. Von gerade eben. Was geht denn hier vor? Was denkst du hier? Ich meine, alles, was ich will, ist auch nur ein bisschen Spaß. Das bist du doch auch. Nee, ganz bestimmt nicht. Überleg dir das auch mal. Unglaublich. Bis dahin behalte ich dich im Auge. Dieser Schwein. Hallo Schatz, bin zu Hause. Sorry, hat was länger gedauert, aber die Stadt ist echt super voll. Oh, ich hab Hunger. Hallo, guck mal, wir haben Besuch. Du bist ja wohl das Allerletzte. Wie lange verarschst du mich schon? Du hast ein Zweithandy für deine Geliebten? Die haben ein heimliches Video von gerade eben in der Bar gemacht. Nach 17 Jahren Ehe lerne ich erst dein wahres Gesicht kennen. Renate, bitte, beruhig dich doch. Lass mich das doch mal erklären.
nichts erklären. Ich gebe dir genau 5 Minuten Zeit zu packen. Das ist eh alles mein Haus, mein Geld. Mein Vater macht dich fertig. Und ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Bitteschön. Und Sie finden alleine raus. Ja. Ach, und an Ihrer Stelle würde ich wirklich packen. Scheiße. Hoffentlich hat der Spuk jetzt ein Ende. Ich meine, obwohl Frau Gehl mich bei der Direktorin angeschwärzt hat, kann ich ihr eigentlich nicht böse sein. Sie und Katja tun mir eigentlich nur leid. Ich meine, bei so einem Mann, das ist Strafe genug. Ich hoffe einfach, dass sie ihn nicht zurücknimmt. Damn, I'm a hippie on a psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Die sind dann ins Krankenhaus. Da war ich dann eben auch noch, weil es Stress gab mit Victorias Mutter. Aber oh Gott, totales Chaos. Ja, ich wollte mich eigentlich mit dir treffen. Ich habe die ganze Zeit versucht, René zu erreichen. Aber irgendwie kriege ich den nicht. Der hatte heute ein Vorstellungsgespräch. Ja, vielleicht hat er Besseres zu tun. Schon wieder Mailbox. Was meinst du damit? Nichts. Also, ich meine, ist ein vielbeschäftigter Mensch, oder? Dietrich, ich kenne dich jetzt ein bisschen. Ich merke doch, dass da irgendwas ist. Also, was meinst du mit diesem Satz? Was ist los? Na gut. Jan hat heute Morgen erzählt, dass er René gestern dabei belauscht hat, wie er mit einer anderen Frau telefoniert hat. Stimmt das? Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber bestimmt schon, ja. Jan, das ist echt billig. Gönn Sarah doch ihr Glück. Ey, warte mal, wie mit einer anderen Frau telefoniert? Weißt du, dass es eine andere Frau war? Bist du dir hundertprozentig sicher? Nein, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es eine andere Frau war, aber es klang schon sehr danach. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich nichts sagen. Klär das am besten mit ihm selber. Warum laberst du denn so eine Scheiße, wenn du es nicht hundertprozentig weißt? Alter. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Man, warum erzählt Jan sowas? Ist der echt eifersüchtig? Ich will jetzt jedenfalls direkt die Wahrheit wissen. Ich fahre jetzt zu René ins Hotel und wenn er nicht da ist, warte ich notfalls die ganze Nacht auf ihn. Mann, verdammt uncool. Und von dir auch, Thea. Sorry. Ist doch so. Dass Dietrich nicht einmal die Klappe halten kann, ist echt zum Kotzen. Jetzt denkt Sarah bestimmt, ich habe sie angelogen. Und dabei wollte ich sie nur beschützen. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire. Einfach nicht. Dieses Arschloch hat mich schon einmal so verletzt, dass ich die Stadt verlassen habe. Und jetzt lasse ich mich erneut auf ihn ein und er verarscht mich wieder. Und wie soll ich ihm jemals einem Mann wieder vertrauen?